Moin Moin, hier ist der Zap und weiter geht's in Fortnite Rette die Welt. Heute mit dem Horde Bash Event. Das ist ein zeitlich begrenztes Event. Hat hier eine extra Karte auf dem Globus. Und hier gibt es dann diese einzelnen Untermaps mit verschiedenen Leveln. Wir haben das jetzt schon öfter gemacht und sind momentan dabei, hier im 46er Blitzlevel uns umzutreiben. Am Anfang muss man unbedingt hier in der Mitte baue die Festung machen und sich dort eine Basis bauen. Die kann man dann mit der Zeit, wenn man Punkte bekommen hat, auch noch verbessern. Aber das alles mit sehr begrenzten Ressourcen hier. Aber jetzt machen wir 46 und da dann die Herausforderung 2. Los geht's. Bei mir sind Shenaira und Riosso und unterstützt durch Max VNM, den ihr vielleicht als Maxelboy kennt. Here we go. Das Ganze ist so, dass jeder sozusagen seine eigene Basis mitbringt und dementsprechend haben wir 4 Basen hier, die wir verteidigen müssen. Und insgesamt gibt es 8 Wellen, auf jede Basis 2. So, alle anwesend. Und hier kann man dann auswählen, ich könnte sogar schon Herausforderung 3 wählen, aber wir machen jetzt mal nur die 2. Ein Gerücht! Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. So, auf der Minimap sieht man, welche Basis zuerst angegriffen wird. Wir haben sehr begrenzte Ressourcen, deswegen sind diese Basen auch nicht voll ausgebaut, weil man da halt ganz knapp mit dem Material ist. So, ein bisschen kommt von hier und ein bisschen von dort. Auch sehr wenig Zeit, sich vorzubereiten. Bauen wir jetzt mal eine Waffe. Und ein paar Pfeilen. Hin. Und nur diesmal kommen sie auch hier lang. Munition. So. Ein paar Fallen hin, aber ich glaube, das ist für normale Fallen zu hoch. Die lösen da schon gar nicht mehr aus. Da bräuchte man einen Reifenstapel oder so. Bauen und dann geht's gleich los. Man muss da sehr wählerisch sein mit den Sachen, die man so baut. So, wie man sieht, das ist hier jetzt gleich Level 57. Da stand zwar 46 dran, aber die Gegner sind dann auch gleich eine Ecke höher. Wenn man die nächste Herausforderungsstufe nimmt, wenn ich jetzt 3 genommen hätte, dann wären die wahrscheinlich schon 62 oder so gewesen oder noch höher. So, da gibt es natürlich dann auch 2 Arten von Wellen, zeitlich begrenzte oder mit Killanzahl, wobei hier keine feste Killmenge steht, sondern nur dieser Killfortschrittsbalken oben abstrakt anzeigt, wie viel man noch umbringen muss. Hier sind auch schon die neuen Cowboys drin. Und manchmal gibt es hier ziemlich fiese Wellen. Also ich habe schon Wellen gehabt, wo dann mal eben 20, 30 Zermalmer auf einen Schlag kamen. Aber ich glaube, dazu braucht es eine höhere Herausforderungsstufe. Bei 1 und 2 passiert das noch nicht.
Wie man sieht, jede Basis ein bisschen anders, weil jeder hier mit seinen begrenzten Materialien im Vorbaumodus angefangen hat. So, da könnte was hochkommen. Ich glaube, ich gehe hier hin mit meinen Pfeilen. Nach einer Zeit kann man das auch ein bisschen besser abschätzen, wo Pfeilen Sinn machen und wo nicht. Mal ein paar bauen. Moment, ich müsste auch das Scharfschützengewehr für meinen Verteidiger bauen. Die kann man hier nämlich auch mal noch aufstellen. Man ist hier zu viert unterwegs und jeder darf noch seine eigenen Verteidiger mitbringen. Den stelle ich jetzt mal hier oben hin. Tödlich. Gewehr ist in meiner Tasche gelandet. Nächste Welle in 10 Sekunden. Verteidiger, Waffe ausrüsten, Munition. Für die Festung! Kommen sie hier eigentlich auch? Wart nicht so aus. So, ja, eine ganze dicke Horde. Aber das ist auch richtig so, das ist ja hier der Horde-Bash. Aber hinter uns kommen sie auch. Das heißt, hier müssen wir auch Pfeilen hinbauen. So, während das Ganze hier passiert, ist hier so ein blaues Energiefeld, so ähnlich wie das Sturmschild. Und das zieht sich permanent zusammen, sodass man sich immer wieder ein bisschen zurückziehen muss, weil wenn man außerhalb des blauen Schilds steht, kriegt man Schaden durch die Luft sozusagen. Roboter auf die Ecke und dann wieder rein ins Schild. Hier kann man genau sehen, wie es sich ganz langsam zurückzieht. So. Hier ist noch keiner weiter durchgekommen, das ist gut. Friss mein Schatten! So. Zurück. Weil ich auf mein Schild alle. Dann gehe ich immer zurück in den blauen Schild und warte erstmal, bis das wieder regeneriert. So, jetzt habe ich wieder Schildenergie. Jetzt kann ich auch rauslaufen und nochmal ein bisschen draußen kämpfen. So, diese Welle fertig. Nach jeder Welle bekommt man neue Materialien, sodass man dann nochmal irgendwelchen Kram bauen kann, vielleicht was reparieren kann oder so. Aber man muss wirklich sehr, sehr aufpassen, was man mit dem Zeug macht. Sonst steht man plötzlich ohne Waffe oder ohne Pfeilen da. Einen Pfeilentunnel hin. Nächste Welle in 30 Sekunden. Pfeilen hingepackt. Hier unten eine Verteidigerplattform.
Verteidiger hin. Nächste Welle in 10 Sekunden. Munition dazu, fertig. Das Ganze ist hier natürlich extrem Teamplay. Wenn man das mit Randoms macht, hat man da, glaube ich, nicht sonderlich viel Spaß dran. Zumal da auch schon wieder die Unsitte um sich greift, dass irgendwelche Blitz-20-Leute in irgendwelchen Blitz-50-Karten rumhüpfen. Und dann erwarten, dass schon irgendwer vorbeikommen wird, der das für sie löst. Aber da diese Blitzangaben halt auch relativ sind, wie man gesehen hat. Das hier war Blitz 46 und hier kommen 57er Gegner. Wenn man da in der 58er Karte reingeht, hat man halt auch ruckzuck 70er Gegner. Und wenn dann da 20er in der Gruppe sind oder irgendwelche Leute, die nichts machen, dann hat man da schneller verloren, als man was machen die Noobs hier in der Map sagen kann. Auch oben auf den Bergen. Aber diese Welle ist abgeschlossen. Kommen wir zu Welle Nummer 4. Nächste Welle in 30 Sekunden. So, ich muss mal gerade gucken, dass ich Munition für das Scharfschützengewehr baue. Der braucht Energie. Nächste Welle in 10 Sekunden. So. Damit der Scharfschütze auch schießen kann. Welle beginnt. Der Abstand zwischen den Wellen wird nicht unbedingt länger. Und dementsprechend habe ich jetzt dadurch, dass ich Munition gekraftet habe, keine Zeit gehabt, Fallen zu setzen. Gut. Einsatzbereit. Das muss man dann so ein bisschen in der Kampfsituation machen. So, Verteidiger hingesetzt. Halte die Stellung und kämpfe dazu. So. Von hier hinten kommen auch welche. Hier ist auch nicht viel mehr Verteidigung. Da sind Viecher an der Festung dran. Da muss ich jetzt mal ganz schnell hin. Das ist zwar immer relativ ähnlich, aber irgendwie doch auch immer ganz anders. Man muss sich in sehr kurzen Zeiträumen an das, was gerade passiert, individuell anpassen. Da ist ein bisschen Flexibilität gefragt. Viecher hier an einem Nebel dabei. Sprich, man sieht nicht genau, wo sie überhaupt sind, wenn man vorher in der Nähe einen erschossen hat.
Scooter muss da auch. Okay, das war Welle 5. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Aber so wie ich das sehe, bleiben wir hier. Schnapp sie dir! Kann ich jetzt meine Fallenbrücke, die ich eben gebaut habe, auch mal mit Fallen ausstatten? Muss aber gucken, weil ich glaube, die Hauptmenge kommt jetzt hier und da brauche ich eine ganz neue Brücke. Nächste Welle in 30 Sekunden! Viele Laseraugen. Ja, einer. Sehr schön. Eine Holzplatte in den Rücken gebaut. Friss mein Schrapnell! Nicht so schlimm, kann man hochhüpfen, aber erstmal ist es überraschend. Wenn man rückwärts ausweichen will und irgendwie geht's gar nicht weiter. Reicht nicht, Viecher. Das wird dir nicht gefallen. Sachen, deine Killwelle mit reichlich Laseraugen heute. So, hier hinten sind auch ein paar. Verschwindet! Letzte Chance! Das wird dir nicht gefallen! So. Ich war ein Bär. Im Laseraugen mangelt es hier wirklich nicht. Nein. So, jemand schreit Aua, da muss ich ja erstmal eine Heilung rausdrücken. Meine Teammitglieder am Leben halten. So, das war Welle 5. Reisen wir mal darüber. Hol die Munition! Hier geht's jetzt weiter und zwar mit Angriffen aus dieser Richtung. Ich fürchte, dass die vor allen Dingen von oben kommen. Deswegen werde ich hier mal die Wände höher ziehen. Und da Wandpfeilen dran setzen. Nächste Welle in 10 Sekunden. Und hier Bodenpfeilen hin tun. Unmöglich. So, die kommen auch hier hinten her. Aber wie man sieht, ganz viele kommen da oben auf den Berg raus. Wir nehmen Schaden. Nochmal upgraden. Und jetzt scheint mir eine Schweberwelle zu kommen. Geht leider nicht. Friss mal mein Schrapnell! Ja.
Jetzt wird's feurig! Luftangriff! Eins unserer Teammitglieder ist hier gerade rausgeflogen und da gibt es auch einen ganz großen Nachteil dieser Missionsart. Nämlich, wenn jemand rausfliegt, der Client abstürzt, Internettrennung hat oder sonst irgendwas, darf man nicht wieder einladen. Das ist ziemlich dämlich. Wenn ihr mir da mal einen Gefallen tun wollt, schreibt da ruhig mal ein Feedback an Epic Games, damit die sich da mal drum kümmern, weil das müssen die wirklich unbedingt ändern. So, ein Schweber nach dem anderen kommt hier vom Berg runter. Schweber. So, das war diese Welle. Jetzt müssen wir nämlich Riosos Basis verteidigen und Rioso darf nicht mitmachen, weil das Spiel ihn disconnected hat. Naja, ich drücke euch die Daumen, dass euch das nicht passiert. Ist aber auf jeden Fall ziemlich ärgerlich. Die Stellung und kämpft! Nächste Welle in 10 Sekunden! Ein paar Pfeilen an die Decke. Welle beginnt! Geht leider nicht. So, hier hinten kommen ganz viele. Gang als gedacht. Aber die eine Wand hat gereicht, jetzt laufen sie andersrum, das ist gut. Das wird dir nicht gefallen. Die einfache Holzwand war völlig ausreichend, um ihre Wegplanung umzuwerfen. Mit der Minigun in die Menge halten. Alle gerichtet! Munitionsreserve. Friss mein Schrapnell! Hüllen! Wieder zurück. Das wird dir nicht gefallen! Hier hinten reichen die Fallen. Nein. Noch einen Roboter geholt. Jetzt muss ich mich aber erstmal zurückziehen, innerhalb des Schilds ein bisschen regenerieren.
unmöglich. Granate! Funktioniert das aber ganz gut. Auch zu dritt, auch wenn es mir für unser viertes Teammitglied wirklich leid tut. Das ist ihm heute schon zweimal passiert und das frustriert dann derbe. Nur weil die Programmierer nicht in der Lage sind, eine Einladenfunktion in so ein Event einzubauen. So, das war diese Welle. Kommen wir zur letzten. Halte dich für eine wichtige Wetterwarnung bereit. Und da geht es jetzt hier weiter bei meiner Basis. Die witzigerweise mal wieder hier in der Ecke steht. Das tut sie irgendwie ziemlich häufig. Warum auch immer. So richtig Zufall kann das nicht sein, weil ich glaube, von 8 Mal oder so, wo ich das Event bisher gemacht habe, stand sie 6 Mal hier hinten in der Ecke. Nächste Welle in 30 Sekunden. Mal sehen. So, Verteidiger aufstellen. Für die Festung. Nächste Welle in 10 Sekunden. Kann es losgehen. Welle beginnt. Schweber! Fress mein Schrapnell! Vorsicht, Luftangriff! So, da kommt eine Horde von Bossen. Das ist normal in der letzten Welle. Kommen immer 3 Bosse. Sich hier auch gleich in die Basis ein. So, 2 weg. Der dritte ist, glaube ich, auch schon weg. Wäre ich hier eingesperrt. Da geht's noch raus. So, das waren die Bosse. Jetzt kommt noch so ein bisschen normales Kropfzeug. Aber scheinbar auch wieder ganz viele Schweber. Das ist ziemlicher Zufall, welche Viecher wie oft kommen. Aber klar ist, je höher die Herausforderungsstufe, desto mehr Nebelmonster. Killwelle. Das wird dir nicht gefallen. Da brauchen wir nur den Balken voll kämpfen sozusagen. Und dann haben wir es gleich. Aber jetzt kommt hier wirklich eine Horde von Schwebern. Wie gesagt, besonders lustig wird es, wenn das Zermalmer sind. Dann geht's zur Sache, wenn auf einmal 20 Zermalmer auf einmal auf die Basis zustürmen. Da bleibt keine Mauer heile. Kaum eine jedenfalls. Heilen, weil war zu lange außerhalb des Schilds. So, aber da haben wir's. Das war Horde Bash 46 mit Herausforderungsstufe 2. Leider am Ende nur noch zu dritt. Habt ihr das Event auch schon gespielt? Habt ihr Erfahrungen damit gesammelt? Irgendwelche Vorschläge oder Fragen? Rein in die Kommentare damit. Ich lese mir das alles durch und antworte euch so schnell ich kann. Und wenn ihr schon unterm Video seid, ihr wisst ja, die Daumen, die wehren sich nicht, wenn ihr da mal drauf drückt.
Falls ihr mehr Videos sehen wollt, oben rechts in der Ecke ist ein i und in der Videobeschreibung stehen auch noch einige Playlists. Da gibt's reichlich mehr Fortnite Rette die Welt Videos. Langeweile muss niemand haben. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, ciao, euer Zap.